So, hallo meine lieben Freunde. Heute dachte ich mir, machen wir ein etwas anderes Video. Ich habe euch ja schon mal was gesagt, dass ich halt ein Spiel mal entwickelt habe. Und ich möchte dieses jetzt nutzen, um es erstens neu anzufangen. Und zweitens wollte ich euch noch natürlich die Geschichte erzählen oder dieses Vorkommnis, was, warum sich dieses Jahr jetzt bei mir totally verändern wird. Ich werde das jetzt so ein bisschen runterrattern und dabei werden wir so ein bisschen im Hintergrund das Spiel, ich sage mal, starten zu erstellen. Es wird ein 2D Mobile Game. Wir nennen es erstmal einfach Mask Attack. So, lassen das erstmal mit Mask Attack. Warte mal ganz kurz. So. Da kam ein kleines Bäuerchen und das musste ich nicht unbedingt ins Mikrofon reinmachen. So, wir createn auch gleich mal das Projekt, damit er das fertig macht. Das machen wir auch aus. Das einzige Rauschen, was ihr jetzt natürlich noch hört, ist das Rauschen von dem wunderschönen Laptop, den ich hier habe. Nicht schön, aber ja, ist nun mal so. So. Wie ihr seht, werde ich jetzt halt ein bisschen im Hintergrund das Spiel weiterprogrammieren. Natürlich nehme ich mir zur Hilfe einen guten Helfer, mit dem ich das ein bisschen schneller hinkriegen kann. Denn ihr dürft nicht vergessen, ich bin kein Programmierer, das heißt, ich habe es nicht gelernt. Und deswegen nutze ich ChatGPT und ich kann es nur jedem empfehlen, wer ein Spiel programmieren möchte oder wer sich dafür interessiert. Ich würde irgendwo mein Handy piepen, weil ich mich hier eingeloggt habe. Ich mache das hier alles weg. So. Und wir haben jetzt sozusagen die fertige Sicht schon mal da. Die machen jetzt kurz runter. Wir lassen es kurz mal laden. Also folgendermaßen, ich versuche euch mal ein bisschen zu erklären, um was es geht. Es wird auch ein bisschen länger dauern. Ich werde es jetzt nicht einfach so ganz runterrattern. Das wäre nicht gut, damit ich ein bisschen erklären kann, was denn so die letzten Jahre so los war. Also im Grunde genommen hat das ungefähr vor 15 Jahren ungefähr angefangen, also 2009. 2009 war so eine Zeit bei mir, da habe ich mich so ein bisschen weniger für meine Rechnungen interessiert, habe es ein bisschen schleifen lassen, so ein bisschen so dieses Nullbock-Phase kam dann so bei mir und das hat sich so lange hingezogen, dass ich gesagt habe, 2008 war ich ja bei der Bundeswehr und habe mir einen Handyvertrag mit Laptop an die Paket gebunden. 2009 war ich dann raus aus der Bundeswehr und dachte mir so, na gut, jetzt brauchst du ja diesen Vertrag nicht mehr und ich wusste oder habe mal sowas gehabt, dass ich einfach den Vertrag nicht gezahlt habe und dann wurde ich einfach rausgenommen aus dem Vertrag. Ja, musste halt die offenstehenden Rechnungen noch bezahlen und dann war ich raus. Ja, es war so ein Philly-Ding, also mein Ding. Die haben mich nicht ganz einfach rauskommen lassen. Die haben mich mit einer Schadensersatzklage rauskommen lassen und es wurden dann einfach mal 3.600 Euro. Bam, konnte ich nicht zahlen. Also ab in die Schufa. Also hatte ich seit diesem Jahr schon mal einen Eintrag in der Schufa mit 2.900 oder 3.000 etwas Euro in der Miese, weil natürlich die das in die Schufa eintragen ließen und ich konnte das nicht bezahlen. Ich hatte damals nicht wirklich Geld und ich habe mich damit auch gar nicht befasst und gekümmert, mir war es egal. So, dann habe ich 2009 auch noch in diesem Jahr nochmal meinen Internetanbieter. Ich war sehr unzufrieden. Ich war damals bei Versatel und war sehr, sehr unzufrieden. Und habe auch gedacht, ja gut, dann zahlst du nicht mehr. Habe mir einen neuen Vertrag geholt und habe auf den anderen einfach geschissen. Ja, so wortwörtlich. So, natürlich kam der auch in die Schufa rein. Ja, war dann das zweite Ding, was in der Schufa drin stand. Und schon könnt ihr euch vorstellen, meine Schufa war da ab da an schon mal sehr, sehr mies. So, und dann baute sich das alles auf. Ungefähr 2012 habe ich ja meine Wohnung damals verloren mit einer
Rechnungsklage und alles Mögliche. Und auch dies kam in meine Rechnung oder in meine Schufa rein. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, 2012 sind auch schon 12 Jahre her. Ja, diese Schulden sind bis Anfang des Jahres, also des Jahres 2024, hatte ich noch alles offen. Das von Versatel, das von O2, das von damals Gagfa, diesmal heute Vonovia. Und ich habe natürlich in den letzten Jahren versucht, irgendwie da rauszukommen, dies, das, habe Vergleiche gezogen, dies, das, habe auch sehr gute Vergleiche geschafft, also die sind von den Preisen runtergegangen. Ja, Vonovia zum Beispiel von 3.600 ist runtergegangen auf 1,8. Versatel ist von 700 runtergegangen auf 250 €. Und O2 ist von 3.600 auf 2.900 immerhin runtergegangen. Und dann kam jetzt der 4.1. Ich habe mit meiner Mutter ein bisschen telefoniert, halt wegen meinem Geburtstag. Wir haben ein bisschen gequatscht, mir gratuliert, alles Mögliche. Und dann kamen wir irgendwie auf das Thema wegen keine Wohnung und dies, das und dieses Hin und Her und so. Ja, es ist ein bisschen ärgerlich und nervig und ja, wieder mal was Eigenes haben, so sein eigenes Reich, seine eigenen Möglichkeiten, seine eigene Sauberkeit und Ordentlichkeit wieder haben. Ja, nicht mehr so abgefuckt sein von allem. Und dann hat sie mich gefragt, na, wie sieht's denn aus mit deiner Schufa? Na, ich sag so, na, ich habe so 5.000 in etwa. Sie so, du hast nicht 5.000, du hast mehr. Ich sag so, nein, Mama, ich kann es dir zeigen, ich habe 5.000 € momentan. Hab ihr dann alles gezeigt und so, bla bla. Und dann an meinem Geburtstag ungefähr so, wir sind nicht mehr arbeiten. Und irgendwann mal so zwischen, lass mich mal lügen, ich musste ja tagsüber leider arbeiten, also selbst mein Geburtstag war eigentlich arbeitsreich. Und dann irgendwann mal so mitten am Tag, so um 16, 17 Uhr, ruft meine Mutter mich an und sagt so, meine Mutter nennt mich Philipp, also ich bin in meiner Familie, heiße ich nicht Michael, nicht Thomas, obwohl das meine amtlichen Namen sind, die registriert sind. Meine Eltern, mein Bruder nennen mich immer Philipp, also alle, die mich kennen, so Familienverwandte, bla bla, ich bin Philipp. Abgeleitet von meinem Nachnamen, aber egal. So, wieso auch immer, ich weiß gar nicht, warum man darauf gekommen ist überhaupt, aber sehr egal. Und sie so, Philipp, ich zahle dir das alles. Dann gucken wir, dass du so schnell wie möglich in eine Wohnung kommst. Und ich sag so, was? Wirklich jetzt? Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, Alter, mein Leben ändert sich gerade seit dem 4.1. um 560.000 Millionen Grad. Ja, das ist eine Wendung, die mich so zum fast zum Weinen gebracht hat. Klar, zahle ich meiner Mutter das ab. Denn mein Plan war es ja immer, diese Schulden so abzuzahlen mit einem Kredit. Dass ich mir einen Kredit nehme und ich dann einfach an eine Stelle sozusagen alles abzahle, aber halt meine Schufa wieder in Ordnung kriege. Was natürlich mit einer negativen Schufa nicht möglich ist. Das war auch Thema des Gesprächs, deswegen hat sie mir das nicht geglaubt, dass ich nur 5.000 brauche als Kredit. So, und ja, im Endeffekt, meine Mutter hat mir das alles jetzt bezahlt. Ich denke mal, nächste Woche wird auch dann die letzte Eintragung positiv gemacht. Das heißt, dass ich dann aus der ganzen kompletten Schufa raus bin. Zumindest, na, ganz raus bist du nicht, weil die Forderungen sind ausgeglichen, aber sie sind nicht weg. Also die Speicherung der Daten dauert halt 3 Jahre lang. Die sollen angeblich nicht krass zu Gewicht fallen, aber also diesen Score, wenn ihr irgendwann mal ein Video haben möchtet über Schufa, kann ich euch das Ganze mal erklären anhand meiner Schufa. Dann kann ich euch das mal zeigen. Also ich soll angeblich prozentual ganz so einen besseren Wert haben, aber es wird halt nicht so perfekt sein. Ja, also perfekte Schufa würde ich dann erst halt in 3 Jahren, also 2027 haben. Anfang 2027. Also mit 41 ungefähr werde ich komplette, wenn ich bis dahin nichts mehr zu Schulden kommen lasse, was ich auch nicht machen möchte, dann werde ich 2027 werde ich meine Ruhe haben vor der Schufa. Ja, und das war so der Hauptmoment, wo ich sagen muss, hat mich ein bisschen zum Weinen gebracht, weil ich hätte jetzt ungefähr das ganze Jahr gebraucht für das Abzahlen. Und dann wäre das halt Ende 2027 geworden, bis ich dann endlich sagen kann, ja, ich bin total schufalos. Jetzt kann ich sagen, sozusagen, dass ich Anfang 27, also 2027 in 3 Jahren,
eine komplette Ruhe haben, was meine Schulden angeht. Ein langer Weg, wenn man sich so überlegt, weil jetzt sind ja schon 15 Jahre vergangen, seitdem ich nicht gezahlt habe und die aufgebaut habe. Und jetzt nochmal plus 3 Jahre sind 18 Jahre, in denen ich eigentlich nicht gelebt habe. Ihr müsst euch vorstellen, sobald ihr einen sehr krassen Score habt, der sehr runtergegangen ist, dann seid ihr nicht mehr lebensfähig. Ja, ihr kriegt keinen Autovertrag, Handyvertrag, keinen Ratenvertrag, gar nichts. Also ihr könnt euch nichts auf Raten kaufen, nicht auf Rechnung kaufen, ihr könnt gar nichts machen. Alles muss bar bezahlt werden. Ja, Kreditanfragen werden sofort abgelehnt. Wohnungsmäßig seid ihr total am Arsch. Also wenn ihr nicht wirklich sympathisiert mit den Wohnungsgebern, habt ihr echt Arschkarte. Sobald ihr in der Schufa drin seid, seid ihr wirklich so gebrandmarkt. Denn heutzutage ist diese Schufa, obwohl es ein privates Unternehmen ist, ist eine sehr wichtige Institution für Vermieter, Vertragsgeber oder sonstiges. Die zählen auf diese Bonitätsprüfung, die zählen auf diese Sachen. Und sobald da irgendeine Unstimmigkeit ist, können die sagen, nein, möchten wir nicht, so einen möchten wir nicht haben, das gibt Probleme. Ich habe seit langem keine Schulden mehr gemacht. Seit 2012 habe ich gar keine Schulden mehr gemacht. Ich habe keine Einträge in der Schufa. Alle, die ich jetzt habe, sind alle bezahlt. Das heißt, die gehen alle irgendwann jetzt demnächst auch weg. Viele gehen jetzt zum Beispiel zum März weg, also die erledigt sind, die ich bezahlt habe. Das sind aber Kleinigkeitsbeträge. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was in diesem Jahr passiert. Also wenn das jetzt alles klappt und der Schufa-Score nach oben geht, dann sieht das natürlich besser aus mit Wohnung. Wohnung heißt, ich habe eine Möglichkeit, wieder zu streamen, wieder Videos zu machen, so ein bisschen mich zu entfalten, meinen Weg zu zeigen und alles Mögliche. Und natürlich auch meine mentale, psychische, momentane Situation auch wieder verbessern. Ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass ich sehr, sehr labil bin und sehr stressvoll Leben habe momentan. Ich will nicht alles erzählen, was momentan bei mir so abläuft. Ich kann euch aber nur sagen, dass so viel Stress, wie ich in den letzten 3 Jahren ausgesetzt wurde, ist mir jetzt erst bewusst geworden. Warum, wieso, weshalb möchte ich jetzt nicht genauer eingehen. Es hat zumindest nichts mit der Frau zu tun, mit der ich zusammen war. Definitiv nicht. Das ist schon mal, das ist Punkt Nummer 1. Es gibt andere Umstände in meinem Leben, die mich dazu gebracht haben, dass ich so bin, wie ich bin oder wie ich war. Und ich merke, dass ich langsam auch wieder runterkomme. Und das ist halt das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wieder den Ausweg zu finden. Und ich merke, ich bin gerade in der richtigen, sag mal, im richtigen Weg, in der richtigen Position und Situation. Und ich denke, dass ich gerade momentan wirklich in die richtige Richtung wieder gehe, um halt mein Mindset neu zu kalibrieren und ja, wieder auch teilzunehmen am Leben und wieder glücklich, fröhlich und alles Mögliche zu werden. Jetzt muss nur noch mit der Wohnung so schnell wie möglich klappen. Und dann sieht das schon sehr, sehr anders aus. Die Zukunft wird halt besser. Das war jetzt so der Punkt, den ich euch erzählen wollte, was bei mir so passiert ist. Ich kann euch nur noch den Tipp geben, und das meine ich ernst, sobald ihr irgendwas nicht bezahlt habt oder irgendwas nicht bezahlen konntet, meldet euch so schnell wie möglich bei denen, bei der Rechnung. Ja, die Leute, die reden mit euch, die geben euch Chancen, alles Mögliche. Es gibt manchmal Firmen, die haben mir wirklich jahrelang Chancen gegeben, wo ich wirklich jedes Mal mit einer Ratenzahlung kam und die haben wirklich die Füße stillgehalten. Also rein theoretisch sind die zum Gespräch alle bereit. Denn die haben nichts davon, wenn sie am Ende nichts, kein Geld bekommen. Das heißt, die wollen mit euch kommunizieren, die wollen euch helfen, die wollen natürlich auch, dass die Rechnung bezahlt wird und dass alle zufrieden sind. So, jetzt habe ich alles natürlich erklärt in der Zeit, wo das Programm geschafft hat, sich aufzubauen, natürlich sehr gut. Also, wir werden jetzt auch dieses Video beenden. Ich werde nicht lange quatschen. Wie gesagt, das sind jetzt 15 Minuten, das reicht jetzt immer. Also, das ist erstmal die Oberfläche. Ich kann euch aber zeigen, was ich hier alles mache.
Also diese ganzen Sachen hier, die brauche ich nicht. Diesen Schwachsinn. Das ist der normale Mist, der immer reingemacht wird von Unity. Ich brauche davon gar nichts. Ich brauche nur die Szenen hier. Und ich brauche ein Ordnermanagement sozusagen. Das, was ich mir mal selber mache. Und das zeige ich euch jetzt gleich, wie so mein Ordnermanagement aussieht. Das natürlich auch ganz komplett weg ist. So. Also wir brauchen Folgendes. Wir brauchen einen Ordner und dann nennen wir schon mal das eine Szene. Eigentlich heißt es Szenen. Dann brauchen wir eins für Skripte. Manchmal mache ich groß, manchmal mache ich klein schreiben oder sage ich egal. Dann hier Bilder. Was Prefabs sind, erzähle ich euch später im späteren Verlauf. Das Wichtigste für mich ist Skripte, Szenen, Prefabs, Bilder. Bilder ist sozusagen so, was ihr gemeint. Ich habe ja schon ein paar Spiele in meiner Vergangenheit gemacht. Also, wir haben jetzt unsere Bilder, Prefabs, Szenen und Skripte. Dort speichern wir jetzt diese Szene ab und nennen sie einfach Menü. Das hier wird jetzt unser Menü sein. Sobald was drin ist, ändert sich die Farbe von Medaille. Was ich mal dazu mache, ist erstmal ein Canvas erstellen. Sozusagen ein Rahmen. Der Rahmen, den mache ich immer zur Kamera. Kamera eingefügt. Scale the Screen Size und dann mache ich immer rein theoretisch einmal Full HD Version. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel hier drinnen was haben möchte, wie zum Beispiel einen Button, Knopf, dann wird der mir jetzt hier drin angezeigt. Drin ist natürlich Text. Das wird später sowieso anders aussehen, wird ein Bild sein. Anstatt ein Text. Ich mag das mit den Texten nicht, das ist so oldschool-mäßig. So, dann gibt es natürlich zu dem Ganzen noch einen Button fürs Menü manchmal. Und manchmal, wenn ich so lustig bin, mache ich auch noch einen Quit-Button. Also, Option. Und den. So, das wäre jetzt zum Beispiel mein Beispiel für das Startding. Das mache ich aber nur deswegen, um Lücken zu füllen. Das ist ja erstmal man nennt das in der Fachsprache ein Placeholder. Genau wie meine Menschen und so, wenn ich irgendwelche Menschen erstelle oder sowas, die werden am Anfang erstmal nur Placeholder. Das heißt, da kommt kein richtiges Bild von meinen Spielern oder von Spielcharakter, dann erstmal einfach sagen, man Strich oder einfach ein Block oder ein Quadrat, was sich hin und her bewegt. Und dann erst, wenn ich im Fortschritt bin und die Programmierung mache und sowas, dann fange ich an, dem schon so ein bisschen Leben einzuhauchen, also ein bisschen malen und weiß der Geier was. Zum Malen zum Beispiel benutze ich die Internetseite Pixel. Ja, wir haben diese Pixel-App. Sprites, dann habt ihr hier schon eure Fläche. Dann könnt ihr euch hier so neues. Was gut ist, ist hier diese Zwiebel. Dann könnt ihr eure Bewegungen oder eure in Echtzeit sehen. Passiert.
dass wir zum Beispiel jetzt mal sagen müssten, machen wir ein Strichmännchen, das ist besser manchmal. So, also, da steht erstmal hier und guckt Richtung euch. So, dann kann man so machen, dass er sich noch ein bisschen bewegt. Dann wäre das die Animation. Das wäre jetzt die eitle Animation. Ja, die muss jetzt nicht so schnell sein. Und dann müssen wir langsam machen, dass es sich so ein bisschen bewegt. Drück auf 1. Auf 2 vielleicht. Bewegt er sich so. Und wenn er dann laufen soll, dann macht man. So. So, ein bisschen zurück. So, wir können natürlich das auch wegnehmen, erstmal hier die beiden und nur die erstmal hier. Ein bisschen schneller machen, also eigentlich könnte man das machen. Achso, hier. Achso, hier ist es ein bisschen schneller. Ne? Also das ist jetzt die App sozusagen, mit der ich meine Zeichnungen mache. Also machen wir hier. Und das ist mein ChatGPT. So. Und, das gehen wir hier rein und machen das. Das ist die GD. Das Level. Auswahl. Was ich gerne mache zum Beispiel ist bei meinen Spielen immer 01. Das ist immer so. Das wird am Anfang stehen soll. Das soll auch am Anfang stehen. Also mache ich das so. So. Also habt ihr sozusagen so die Hierarchie. Die Hierarchie bleibt dann halt immer so, dass das erste immer das erste bleibt, das zweite und so weiter und so weiter. Und so mache ich das halt immer. Bei den anderen mache ich das nicht so. Das ist mir egal. Bei Skripten zum Beispiel, da fangen wir zum Beispiel an. Schreibe mir ein Mini-Skript für Unity in C-Sharp. Wo man zwischen Szenen wechseln kann. Schon rattert er dir ein Menüscreen sozusagen fertig mit sogar Quit. Und jetzt seht ihr zum Beispiel laut Szene, mit dem Spiel zu beenden. Ich habe zwei Szenen und Level Auswahl. Denn meine Freunde, bei mir wird es nämlich sowas geben. Ein Level wird es niemals zweimal geben. Okay. Denn das Ziel ist schon. Okay, jetzt muss ich mir das hier nehmen. Geh auf Kopieren und guck gerade. Also in diesem Fall kannst du das Menü gut zurückpassen. Das ist zwischen dem Szenen und dem Level Auswahl.
dieses Skript im Grunde genommen das gleiche wie zuvor. Stell sicher, dass dieses Skript wieder von dem Objekt, in dem das zu befragen ist, die Funktion des Objekts zum Erstellen einer anderen Objekt in der Szene im Menü und befindet mit dem Gegenfluss. Zeigt das Skript zur Erstellung von uns für den Erlösung und Götter. Und 3 sind die entsprechenden Methoden, die bei uns in Szene auswählen. Wiederhole diese. Okay, na dann probieren wir mal. Also, ich brauche jetzt ein neues Skript. Und das nenne ich jetzt. Wir gehen auch gleich rein in dieses Ding. Achso, ich habe noch keinen. Der reicht uns aus. Zack. Speichern. Ach, jetzt sehe ich gerade einen Fehler. Okay. Jetzt gut, dass ich gerade das ganze Ding an und kompiliere das. Und falls da irgendein Fehler ist, dann zeigt er mir das gleich an. So. Aber wird denn jetzt nichts anzeigen, weil ich es noch nicht reingezogen habe in meinem Game. Jeder Buttons muss es ja bekommen. Da ist die gerade schon einen Fehler gemacht. Ich muss das. Da steckt da. Ja, der Rechner ist sehr schnell, wie ihr seht. Macht natürlich sehr Spaß. So. Machen kurz. Und machen. Wo ist denn das? Ach so. Ist der. Als Namen nicht ach, so. Ja, wie ihr seht, dauert das. Ja, und normalerweise ist so meine Herangehensweise, was das angeht. Ich mache erstmal die Menüs und mit dem Level wird nämlich folgendes sein: Das Level, was dann kommt, wird die Szene, die wird sich immer selber aufbauen. Und die wird halt immer selber sich verändern. Das heißt, ein Level wird niemals gleich sein. Das ist immer das Hauptding. So, jetzt müssen wir das mal reinfügen. Component. Falsch. Ich muss das hier so einfügen. Ich muss es reinziehen in den Button. Dann den Button hier reinziehen, dann geht das. So hat er natürlich jetzt nicht übernommen. Jetzt nehme ich den Button, setze ihn da rein. Okay, was ist los? Ah, jetzt. No function. Genau, game object. Das Szene Loader. Dort ist Szene. Dann muss ich den String eingeben. Zum Beispiel Level Auswahl. Genau. So war ja geplant. Ne? Dann sind die entsprechenden Token. So. Ich muss mal was gleich gucken, ganz kurz. Irgendwas kommt mir nach Spanisch. Hier.
Sorry, ich musste ein bisschen husten. So. Also ich bin nicht zufrieden mit dem Code, muss ich sagen. Denn das Einzige, was jetzt funktionieren würde, wäre nämlich das hier. Und das ist das Beenden. Machen wir kurz so. Dann auf. Achso, nee, muss ich das hier annehmen. So. Szene oder Quick Game. Genau. So funktioniert es. Ich habe es nämlich falsch formuliert. Methode, um eine neue Szene zu laden. Void Load Scenes. Sehen, ob es so funktioniert, wie die das gesagt haben. Also, wir haben jetzt hier die Szene. Müssen wir die doch ein bisschen vereinfachen. Sonst müssen wir die immer mit der Nummer eingeben. Also machen wir eine Level-Auswahl. Eigentlich ist es dumm, weil das macht keinen Sinn mit Level-Auswahl. Save, genau, wir gehen mal jetzt in der Level-Auswahl. Und hier brauchen wir nämlich folgendes: weg. Und das hier machen wir ganz klein. Das ist sozusagen der Back-Button. Der Back-Button macht nämlich folgendes: man kommt nämlich zurück ins Hauptmenü. So, damit das natürlich funktioniert, müssen wir natürlich auch wieder hier das Skript in den Button reinlegen. Dann müssen wir den Button anklicken. Und gucken da. Den reinschmeißen. Szene Loader. Szene und Menü. So, und rein theoretisch, wenn wir jetzt in Szene gehen, Menü klicken, Save. Müsste folgendes passieren. Wenn ich jetzt starte, sollte er, wenn ich auf Start klicke, in Level-Auswahl gehen, was ja eigentlich Level sein sollte, weil es gibt ja keine Auswahl. Was er nicht macht, bedeutet, achso, okay, mein Fehler, Mode Settings, natürlich müssen wir die auch hier reinmachen. Ja, alle rausgenommen. Das hier ist immer noch eine Level-Auswahl. Packen das auch da rein. So, und jetzt, wenn wir im Menü sind, gehen wir ins Spiel rein. Und wenn ich jetzt Start klicke, müsste ich rein theoretisch in das Level kommen, wo ich Back drücken kann. Kann ich auch sogar und wieder zurückkommen und mit Exit beenden wir das Spiel. Wie ihr seht, hat es auch geklappt. Es hat nämlich das Play hier aufgehört. Ja, normalerweise kann man das nur hier oben starten und stoppen. Aber dadurch, dass wir ja den Exit-Button jetzt programmiert haben, dass der auch zum Beenden ist, beendet er natürlich alles komplett. Und im Handy wäre das jetzt so zum Beispiel, dass du ins normale Display reinkommen würdest. Da würde halt die
abschließen. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt Folgendes. Wir haben jetzt ein Level, eine Level-Szene, eine Menü-Szene. Und ich glaube, dass in der Mitte das brauchen wir nicht. Wir werden keine Option machen. So weit fortgeschritten bin ich noch nicht, dass ich noch anfange, irgendwelche Menüs zu erstellen. So, wir lassen das so, wie jetzt ist. Dann funktioniert das schon alles. So, Leute, ich bedanke mich. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir werden natürlich weitermachen. Und ich hoffe, euch gefällt das. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer ASMR Michael.